Lutz Hüttl von Baltikult. Moin Moin. Womit beschäftigt sich Baltikult? Nun, Baltikult wurde einst gegründet, um für den gesamten Ostseeraum ein freies Kultur- und Bildungszentrum zu schaffen. Nicht parteilich gebunden, nicht konfessionell gebunden und auch nicht wirtschaftlich von irgendwelchen Zuwendungsgebern abhängig. Ein Zeichen der Wende, wir haben uns immer als Kind der Wende bezeichnet. Wir verdanken uns der sogenannten friedlichen Kerzenrevolution von 1989-90. Und wir sind auch eine Gründung, die dazu geführt hat, dass die Mitglieder sich aus Leuten in den alten und neuen Bundesländern zusammensetzen. Wir haben inzwischen auch je ein Mitglied in Litauen und in Lettland. Und wir haben uns gegründet in der Galerie Strandkiste im Rostocker Hafenviertel. Die Galerie gibt es nicht mehr. Aber das hat dazu geführt, dass wir sehr stark auch in Rostock verankert sind, aber auch in Nordwestmecklenburg und Südwestmecklenburg. Wir verfügen über Außenstellen in einem Schloss Vogelsang bei Wismar. Dieses Schloss beherbergt eine Heimvolkshochschule, davon gibt es nur zwei Stück, eine in Mecklenburg und eine in Vorpommern, die ist dann bei Greifswald in der Nähe. Und wir haben eine Außenstelle in der Wiesenmeisterei in der Lewitz. Das ist eine besondere Region infolge von einem Eisblock während der Eiszeit, der da langgerutscht ist, ein See hinterließ, das verlandete. Und es ist eine eigentümliche Landschaft. Manche fliegen bis Irland, um sowas zu erleben. Wir können das auch um die Ecke haben. Das Tor zur Lewitz ist Neustadt Glewe und da gibt es einen Vorort, der heißt Tuckhude. Und dort, diese Wiesenmeisterei war einst zum Herzog hat man errichten lassen für einen Wiesenmeister, der den Bauern dann die Wiesen für die Bearbeitung zuwies. Und danach gab es dann entsprechende Abgaben und so weiter. Und dieses Haus ist in jedem Reiseführer drin, weil das zu den historischen Gebäuden Mecklenburgs gehört. Es sind dort Häuser inzwischen im Aufbau, teilweise schon fertig, die seit dem Frühmittelalter die verschiedenen Epochen zeigen, wie die Menschen dort gelebt haben. Es ist eine agrarhistorische Bildungsstätte und gleichzeitig kann man auch sein Brot dort backen lassen und sich's gut tun. Es ist ein schöner Kräutergarten und Gemüsegarten entstanden und es ist ein touristischer Anlaufpunkt, denn es befindet sich am Reitwanderweg und am europäischen Fahrradweg. Ja, das ist erstmal dazu sagen. Wir, Baltikult, sind Partner des Hauses. Und ich bin selbst der Leiter der Außenstelle in Hamburg, dem Baltikult Interhanseatic Büro, weil wir einmal uns an der Küste sehr stark verankern, aber eben erweitert auch um Nord- und Ostsee in den Hansestädten. Diese Hanselinie haben wir fortgesetzt bis vor die Füße Petersburgs, also inklusive der Hauptstädte von Lettland, Litauen und Estland. Wir beziehen bisher nur über elektronische Post auch den Kaliningrader Oblast mit ein, also das alte Königsberg, manche mögen es auch Kantstadt nennen. Und unsere interkulturellen Kontakte reichen bis St. Petersburg selbstverständlich, also bis nach Karelien und Finnland. Und im Norden nach Schweden, Norwegen und Dänemark. Auch nach Island haben wir schon Kontakt. Wir unterhalten interkulturelle Austauschbeziehungen mit Freunden in Lettland, vor allen Dingen in Nordlettland, in der Region Vidzeme. Das befindet sich an der Grenze zu Island. Das ist eine eigentümliche Landschaft mit einem eigentümlichen Menschenschlag. Und dort fing das an 1993 mit der Gruppe Sudmalinjas, das heißt kleine Mühle oder Mühlchen. Und wer im Internet guckt, unter Valka, so heißt die Stadt, wo diese Gruppe lebt, der sieht dann gleich, dass eine kleine Mühle ins Bild gestellt wird. Die ist denen geschenkt worden in Erinnerung an all ihre Kulturarbeit. Sie haben einst das Land auf der Expo in Lissabon vertreten. Das ist schon eine sehr gute Heraushebung. Und wir haben inzwischen natürlich auch Liedermacher, Goldschmiede und so weiter außerhalb von Riga und auch außerhalb von Valka, also auch in anderen Orten, in Cäsis zum Beispiel, auch eine ehemalige Hansestadt, wo durchaus die, ich denke, Hamburger Kaufleute im 16. Jahrhundert kannten das bestens dort. Und unsere Mitglieder sind genauso wüst zusammengesetzt wie unsere Außenbeziehungen, nämlich wir haben deutsche Mitglieder und eben auch aus dem Baltikum
und sind auch offen für Spätaussiedler, für Russen. Wir konzentrieren uns nur eben auf den Ostseeraum als europäische Großregion. Und als es diese vielen Ängste voreinander gab in den 90er Jahren, da haben wir gesagt, gut, wir nehmen ein echtes West-Wessi-Widerlager und haben uns konzentriert auf die keltischen Regionen in Frankreich und Großbritannien, beziehungsweise außerhalb dann die Republik Irland, haben dort Partner. So haben wir ganz früh nach der Wende deutsch-irische Wochenenden in Mecklenburg durchgeführt mit einem echten Wessi. Das sind wir ja gar nicht, das ist ja ein Propagandairrtum, sondern die echten Wessis sind halt die Bretonen, die Iren und die Waliser und die Schotten. Mir ist aufgefallen, dass ihr eine besondere Art der Veranstaltung habt, und zwar meistens im Oktober. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben gesagt, uns gesagt, also Oktober ist vor allem in Mecklenburg, das ist ja, gibt es ja Oberflächenwasser, das heißt ab späterem Oktober, frühen November ist das Land im Morast. So, und da haben wir gesagt, Mitte Oktober, da kommen nochmal diese goldenen Sonnentage. Und das ist ein wunderschönes Land, das ist ja bekannt. Mecklenburg ist ein wunderschönes Land. Und in dieser Atmosphäre, die den schönen Gemälden von David Caspar Friedrich entspricht, wollten wir ein Treffen machen. In einer produktiven Wendung der Irritation Ost-West. Das ist der Kontext. Sollen sich Menschen begegnen, und zwar nicht nur Deutsche aus alten neuen Bundesländern oder westlich und östlich der Elbe, sondern auch von deren Freundes- und interkulturellen Beziehungen in das jeweilige Ausland. Heißt Westeuropa, heißt Ostmitteleuropa oder Osteuropa. So waren da Russen, es waren Letten da, und Litauer und so weiter. Und diese Treffen nennen wir Treffen, damit nicht der Anspruch entsteht, wo sind die anderen 25.000. Auf der anderen Seite, es soll aber auch nicht die Toilettenrunde sein mit maximal drei Leuten, sondern es soll eben schon eine Spanne sein zwischen, sagen wir mal, 15 und 30 Leuten. Die aber drei Tage, es sind ja im Kern dann so 2,5 Tage, Zeit haben, aufeinander zuzugehen, sich kennenzulernen, was abzugucken, Tipps zu geben und gemeinsam auch was Neues zu erleben. Wir haben immer die Mischung aus blutigen Laien, Amateuren, auch entwickelsten Amateuren an der Profigrenze, und Vollprofis, die ein Wochenende gemeinsam miteinander verbringen. Wir haben das aufgelockert und es können auch Tagesgäste kommen. Und in diesem Jahr machen wir, dieses Konzept ist mal in Holstein entstanden, insofern zum 17. Mal, in Mecklenburg zum 8. Mal dieses Konzept, aller Richtungen von musikalischen Tätigkeiten, aber handgemacht, bitteschön. Ob elektronisch verstärkt oder nicht, ist egal, aber handgemacht. Und dazu inzwischen auch Kunst und auch sehr künstlerisches Kunsthandwerk. Das nehmen wir auch mit hinein. Und die sind fast schon gleichberechtigte Partner. Das sind ja Leute, die sonst getrennt abrechnen, sich gar nicht miteinander unterhalten. Wir bringen auch damit die verschiedenen Kreativmöglichkeiten zusammen, über Kreuz. Immer im Kontext Ost-West und die große Völkerfamilie Ostseeraum im Hintergrund.